Hallo Menschen, ich habe zurzeit Urlaub und da wir aber nirgendwo hinfahren, dachte ich mir, ich könnte wenigstens irgendetwas Produktives in dieser Woche machen und euch wenigstens ein bisschen mitnehmen, damit ich am Ende ein Video dabei herausbekomme. Dummerweise ist mir das nicht gestern schon eingefallen, denn da war ich mit einer Freundin koreanisch essen und wir hatten ein viergängiges vegetarisches Menü, was wirklich super lecker war. Kann ich jedem empfehlen. Sura heißt das Restaurant in Dresden. Und heute gab es stattdessen nur irgendwie so Gemüse aus der Dose, beziehungsweise um genau zu sein, aus dem Glas. Aber stattdessen habe ich immerhin diesen riesigen Stapel alter Zeitungen mal abgearbeitet. Das ist immer der Kulturteil der FAZ, den mir meine Eltern freundlicherweise aufheben, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass mir das viel zu viel Druck macht. Ich komme da einfach nicht hinterher, denn immer wenn ich Zeit habe zum Lesen, greife ich halt eher zum Buch als zur Zeitung und habe das jetzt auch abgebrochen. Also sie heben das nicht mehr für mich auf, obwohl sie das immer so gerne gemacht haben. Und jetzt habe ich endlich diese Last, die ich mir ja eigentlich selber auch aufgebürdet habe, abgearbeitet und das ist so ein schönes Gefühl, all diese Zeitungen endlich mal durchgeackert zu haben. Übrigens, in diesem Kulturteil von über einem Jahr habe ich nur eine einzige Buchempfehlung für mich rausgeschrieben. Also es sind noch ein paar mehr interessante Bücher drin, die ich aber halt irgendwie durch die Arbeit oder durch BookTube bereits kennengelernt habe und nur ein einziges Ding, was ich irgendwie bisher noch nicht gehört hatte. Also ich sag mal, ist vielleicht auch ganz okay, dass ich damit jetzt aufgehört habe. Gerade eben hatte ich dann Wilgas Vlog auch geguckt, was mich ein bisschen inspiriert hat dazu, das nun endlich auch zu tun, obwohl ich wahrscheinlich nicht so diese tollen Videoschnipsel-Übergangssequenzen kreieren kann wie sie, denn ihr steht bei mir einfach auf einem Haufen alter Elektronik und nicht auf einer coolen Küchenuhr, die sich dreht. Das finde ich einen tollen Effekt, aber ich dachte mir, so ein bisschen ein Hineinschnuppern in ein fremdes Leben ist, finde ich auch immer interessant, deswegen kann ich das auch mal machen. Heute steht tatsächlich nicht viel an, außer Lesen. Ich bin gerade bei Great Expectations in dieser sehr, sehr schönen Ausgabe. Übrigens auch noch mit hübschen Vorsatzpapieren. Und ansonsten ist es so ein bisschen ein Lümmeltag heute. Jetzt erstmal hier mein schönes, ausgeglichenes Frühstück essen. Das hat aber tatsächlich einen Grund. Ich muss nämlich heute noch in die Stadt, um eigentlich einen Gutschein für meinen Papa zu kaufen. Und da bin ich einfach so dreist und gehe mal allein zum Sushi All You Can Eat. Denn Sushi und ich, das ist tiefe, tiefe Liebe. Moin. Die Lesung, bei der ich gestern war, war übrigens von Frank Goldammer, über den ich euch in meinem Lesemonat da noch ein bisschen mehr erzähle, denn ich las auch das passende Buch dazu gleich. Und guter Vlogger, der ich bin, habe ich natürlich nicht dort gefilmt. Ich weiß nicht, in der Öffentlichkeit bin ich da irgendwie immer noch ein bisschen schüchtern und stelle mich dann halt nicht vor den Typen und halte da meine Kamera drauf. Muss ich vielleicht noch lernen oder muss ich vielleicht auch nicht. Ich bin außerdem mit Great Expectations jetzt schon ziemlich weit. Also das kleine Fliegel hier habe ich noch. Muss sagen, dass es mich jetzt nicht vollends begeistert hat. Und ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt noch irgendwie groß ändert. Denn ich bin jetzt eigentlich niemand, der irgendwie nur, weil ein Twist am Ende noch kommt, dann plötzlich in Euphorie, wie sagt man, ausbricht. Ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, dass ich es abbrechen hätte wollen. Aber es ist voll dreckig hier. Aber
wenn ihr noch andere Klassiker auf eurer Leseliste habt, würde ich euch eher die erstmal empfehlen. Also, ist schon okay, aber es fehlt mir noch irgendwie ein bisschen was. Ja, ansonsten steht heute tatsächlich nicht mehr viel an, auch ein bisschen Hausarbeiten. Ja, so sieht mein Leben meistens aus, wenn ich nichts zu tun habe. Ist ja auch mal ganz schön, so ein bisschen ein paar ruhige Tage.